Hallöchen und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Mal wieder ein kleines How-To, also wie man etwas macht. Ich zeige euch mal, worum es geht. Ich habe hier unten eine Klimaanlage stehen, ein Splitgerät mit Schlauch, da geht durch die Tür, deshalb gibt es dann immer dieses eine Problem. Da ist die Klimaanlage, da brauche ich nicht weiter sagen, da könnt ihr euch so informieren. Und das Problem ist dieser Schlauch und dieser Spalt. Wenn man hier genau guckt, sieht man auch, da zieht ab und zu Luft durch. Schlecht. Warme Luft von draußen kommt hier rein. Ich habe alle Türen zu und trotzdem ein bisschen kommt trotzdem durch, halt, also Luftaustausch. Und ja, das wollte ich euch mal zeigen, was da die wirklich einfachste Lösung ist, die ich mir überlegt habe. Angefangen, kennen viele von euch solche Fensterkittinger, zeige ich euch mal schnell, die man da installieren könnte, aber da muss man das so festmachen, nicht cool. Und ja, dann hat man bei Klebebippos. Nicht das wahre, das Zeug, deshalb habe ich es gar nicht erst so verbaut. Ich hatte dann aber eine andere coole Idee, die zeige ich euch mal kurz, warum das Ding nicht einfach hier in den Schlitz reinstecken. Denn es ist ja ein Luftstopper, und wenn ihr eh so ein Ding habt, dann kann man die da einfach reinstopfen. Das war meine erste Idee. Leider haben die Dinger dazu, die ich habe, aber nicht ausgereicht fürs komplette Fenster. Und jetzt kam die viel bessere Idee, das hat jeder und das kostet fast gar nichts. Natürlich mal kurz. Einfache Rettungsdecken, super Isolation. Stopfe ich die hier einfach rein. Das geht so, zack. Zack, zack, zack. Nicht wirklich schick, aber die erfüllt ihren Zweck. So was von gut. So, das ist nur eine kleine Demo. Und jetzt schauen wir doch mal, ob sich da noch viel bewegt an der Gardine. Wie ihr seht, da kommt nichts mehr durch, also für unser Fenster reichen insgesamt zwei solche Rettungsdecken. Kann ich euch sagen, ganz einfacher Trick, wenn ihr schnell diesen Spalt zumachen wollt, damit die warme Luft draußen bleibt und ihr noch besser effizient mit eurer Klimaanlage kühlen könnt. Also, wisst ihr jetzt Bescheid, so eine Dinger. Alter Sani-Kasten, der abgelaufen ist, kann man die sich rausholen. So, ich hoffe, mein neuestes Video hat euch gefallen und ja, für einige vielleicht ein echt cooler Tipp, weil bringt wirklich viel. Ich merke jetzt unten die Stelle an meinem Bein, da zieht es jetzt noch rein, da mache ich gleich die andere Folie rein und Problem gelöst, oben auch. Und damit ist das Fenster dann gut gehend dicht, kommt keine warme Luft mehr rein, das hält auch recht gut. Schiebt es dann einfach richtig dazwischen, wenn es mal irgendwo durch ein bisschen Wind reingedrückt wird. Und ich kann nicht meckern, ein wichtiger Hinweis, die Tür geht nicht von selbst auf, weil ja eine Schnur ist. Außen ist ein kleiner Pippo, da kommt die rein, die ziehe ich nur hier durch, mache das hier fest, das reicht, damit die nicht weiter aufgeht und trotzdem kein großer Druck drauf. Das noch als Hinweis, weil auf diesen Abluftschlauch sollte kein Druck sein. Okay, aber das war's dann jetzt. Bis zum nächsten Mal, euer Master Phil.